Mann, ist auch wirklich so, dass Mara tot ist. Ich kann das irgendwie nicht glauben, weil. Explosive Flasche, Explosive. Nee, ich kann es irgendwie nicht glauben, weil. Ich weiß auch nicht. Das scheint mir alles so unwirklich. Und wir haben ja auch noch was zum Lesen. Tagebuch eines alten Mannes. 19.07.1988. Ich muss meine Sprachkenntnisse verbessern, also schreibe ich in dieses Tagebuch in Fremdsprache jeden Tag. Jeden Tag ich schreibe. Aber mir fehlen die Worte. Jetzt, ich habe guten Grund. Heute, mein erstes Kind ist in die Welt gekommen. Ihre Mutter hat ihr den Namen Irina gegeben. Das ist der Name meiner Großmutter. Ich war dagegen, aber ich kann nicht gewinnen gegen dicktöpfige Frau. Sie hat Augen und Nase vom Vater, aber Mund von Mutter. Wir werden gesundes, starkes Kind aus ihr machen. Dieses Jahr Insel wieder gut drauf. Minengeschäft läuft gut. Mein Leben läuft jetzt auch recht gut. Ich will Irina selbst Gefühl geben, wenn sie ist älter. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. 19.07.1994. Irina ist schon 6. Die Zeit fliegt. Ich mag es, nachzumachen, ihre Mutter. Ihre Mutter hasst das. Wohl weiß, Nachahmung ist perfekt. Keine Koroscha ist sehr schlau, mag Mathematik. Ihre Großmutter mochte auch Mathematik. Ines Lächeln gut gegen meine Sorgen. Mine ist jetzt gefährlich und macht kein Geld mehr. Inselzustand mehr schlecht und mehr schlecht. Ich verliere viel Arbeit, aber keine Zeit für Sorge. Insel ist Heimat. Ich möchte sie in gutem Zustand an meine kleine Koresha übergeben. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. 19.07.2000. Ina jetzt 12. Schon rebellisch. Mehr wie ihre Mutter jeden Tag. Ich verstehe nicht die Frauen. Nun, ich bin peinlich für sie. Bis sie braucht Geld und oder Gefallen. Apropos Frauen. Eine Frau kam auf unsere Insel. Sie verspricht in der Industrie zu rebellisieren. Ich habe jetzt Arbeit, neue Anlage in Mine zu bauen. Ich dachte, Mine erledigt, aber sie hat noch Verwendung dafür. Sie ist geliebt von jedem. Sie nennen sie unsere Retterin, unsere Wohltäterin. Meine Mutter hat immer gesagt, vertraue nicht Menschen mit Geld. Armer Arbeiter verlässlicher als reicher Kapitalist. Guter Ratschlag, aber reiche Frau hilft uns. 19.07.2008. Es ist Irinas 20. Geburtstag. Ich wollte feiern, aber ich mache Sorgen. Nächste Woche, sie geht arbeiten in Mine. Ich dagegen, aber Koreschka hört nicht. Hört nichts seit Jahren. Warum sollte sie jetzt anfangen? Irina dickköpfig, genau wie ihr Vater, so sagte sie immer. Hatte wohl recht. Ist jetzt schon ein Jahr, seitdem ich fortgegangen bin, meine Liebste. Ich traue nicht Leuten in Anlage. Etwas falsch mit ihnen. Aber andere denken, ich bin dickköpfiger alter Mann. Vielleicht jetzt auch Irina. Aber ich weiß, ich habe recht. Ich hoffe, auch Irina merkt es bald. 19.07.2009. Ich habe Irina nicht gesehen, sondern seit einem Jahr lang. Etwas Schlimmes ist passiert mit unserer Heimat. Menschen werden krank. Mehr kann ich es nicht erklären. Es liegt an der Frau. Sie hat Geruch des Bösen. Das sollte Irinas Heimat sein. Aber jetzt ist es zu spät. Ich verlasse diese Stadt. Alles. Aber die Insel ist meine Heimat. Ich werde sie nicht verlassen. Kein anderer Platz für mich. Ich gehe. Also gehe ich in Kapitulation. Da bleibe ich.
Es wird schlimmer werden, ich weiß es. Irina, pass auf dich auf. Ich finde dich, ich verspreche es, Groeska. Du bist alles, was dein Vater noch hat. Ja. Sieht man ja, was daraus geworden ist. Ja, Kanalisationsschlüssel. War das nicht hier dieser eine Typ, der uns hier, ja, das war der eine Typ, der Moira so blöd angemacht hat und die Waffe dahin gehalten hat. Tja. Ja, hast du ja deinen Preis bekommen, ne? Rauchpulver. Kann ich ja mit Rauchpulver machen. Auf jeden Fall nicht kombinieren bis jetzt. Aber ich möchte gerne die Waffe haben, die da unten ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Tisch, der jetzt da drin ist, vorher woanders war. Tja. Aber wo bekomme ich jetzt den Kanalisationsschlüssel her? Nee, hat sie nicht drauf genommen, okay. Aber ich hätte gerne die Sache, die jetzt hier hinten ist. Haben wir hier? Ah, da ist die Kiste von Moira, die sie aufgemacht hat. Jetzt kann die hochkommen, brauchen, das ist sowieso nutzlos. Wie habe ich denn jetzt? 30, oder? Ist in Ordnung. Aber ich hätte gerne jetzt die Waffe, die jetzt hier drin ist, aber wieso ist das hier nicht da reingehen? Ich sehe doch, dass da was ist. Muss ich vielleicht da hoch? Aber das Ding hochbringen kann ich auch nicht mehr, oder? Okay. Also wie das aussieht, schauen wir mal ein bisschen zurück. Ist da eh oben nichts mehr. Daher muss der Schlüssel hier woanders irgendwo sein. Können wir auch nichts machen? Da geht er doch eindeutig durch. Ja, sicher. Da waren wir schon. Ja. Ich brauche über diesen Schlüssel. Den habe ich bisher noch nicht gefunden. Aber der scheint. Hier brauche ich einen Kanalisationsschlüssel. Oh, Feuerrate, Stufe 3 habe ich. So. Ah. Let's get out of here first. Stay close, okay? I will. Ah. Die ganze Zeit dran vorbeigelaufen.
Ich glaube irgendwie immer noch nicht, dass Moira tot ist. Einfach so sterben lassen, bevor Barry sie findet? Nee. Und vor allem, was ist mit Claire? Ist das Ding nicht explodiert? Wenn ich jetzt so überlege. Eigentlich, ja, oder? Dead end. Yep. Looks like we can open the sluice from higher up. So. Das hier vielleicht irgendwo hochheben. Bell. Barry, there's a hole. Echt wo? Ah ja. Ich denke mal, das wird hier das hier sein. Oder? Ja, sieht gut aus. Munition. Natalia, see if you can get this open. Got it. Da wird hier das hier der Fall sein. Mal wieder hier sehr viel Teamwork gefragt. Deswegen wäre ein Online-Koop wahrscheinlich gar nicht mal schlecht gewesen, denke ich mal. You don't get away from me. Bleib stehen. Also. Schießpulver. Kann ich auch Sachen von hier anzugeben? Anscheinend, ja. Mal wieder Zeit für Sie.